Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Erstens, falls ich mich nasal anhöre, liegt das an den Gräsern und Pollen, am meisten an der Hasel, die gerade wieder ihr bestes Leben feiert und ich meine es auch. Und zweitens, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, hallo, mein Name ist Anni und ich habe ein Problem. Genau, ich sammle Puffer, ich liebe Puffer, ich werde auch oft im Real Life angesprochen. Mein Gott, du hast so viel Puffer, hast du denn nichts anderes in deinem Leben, so viel Geld? Nein, das stimmt. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Haustiere, ich habe kein Auto und deshalb ist das hier mein Leben, meine Freude und ja, Punkt. So, Sarkasmus beiseite. Ja, jeder soll das haben, woran er Freude hat. Die einen rauchen, das tue ich nicht. Das finde ich zum Beispiel sehr sinnlos, was man machen kann mit seinem Geld. Aber wie gesagt, jedem das Seine. Jeder muss wissen, was er mit seinen Talern anfängt, für die er sich jeden Tag tagtäglich bückt. Und ich tue dies. So, Rechtfertigung abgeschlossen. Ich habe heute wieder einen schönen Haul für euch, speaking of that, weil ich in letzter Zeit wieder ein paar Parfums in meine Sammlung aufgenommen habe, die einen zu Hause brauchten. Und wir fangen an mit einem wunderschönen Body Spray, von dem ich einfach nur sagen kann, wow. Also, ich habe es bei Cult Beauty bestellt, das ist irgendwie nicht mehr so einfach zu bekommen. Ich versuche es in die Infobox zu schreiben, aber ihr kennt mich. Wahrscheinlich tue ich es nicht, deshalb sage ich es nochmal. Bei Cult Beauty habe ich es bestellt. Cult Beauty. So, oft genug. Und zwar ist die Rede vom Brazilian Crush und normalerweise ist ja das, was ist das, die Nummer 61 oder was ist das? Irgendwas 61 mit diesem Salted Caramel. Das ist der Klassiker, die Bam Bam Cream und das dazugehörige Body Spray von Brazilian Crush aka Sol de Janeiro. Und ich habe mir jetzt die Nummer 71 geholt und die ist einfach nur göttlich. Die Beschreibung nur drauf, Caramelized Vanilla and Macadamia. Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist einfach, wow. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Karamell, Karamell, Karamell. Es erinnert schon an Karamellpopcorn, aber in the best way possible. Da muss ich euch auch ein Video verlinken, es ist so witzig. Eine YouTuberin aus den Staaten, die sich selbst und Fragrance Reviewer und ja generell Parfum-YouTuber ein bisschen auf die Schippe nimmt, mit Floskeln, die ständig gesagt werden, wie zum Beispiel dieses in the best way possible. Es ist so witzig, ich muss euch das verlinken, schaut euch das an, wieder so ein bisschen was, um sich abzulenken und gute Laune zu haben. So. Und ja, das müsst ihr unbedingt sehen, es ist einfach zu lustig. Auf jeden Fall. Karamell, Karamell-Popcorn, es ist warm, es ist einfach wirklich dieses zähflüssige, goldene Karamell, was sich über euren Körper legt und einfach einen diese gemütliche Stimmung versetzt. Es ist überhaupt nicht synthetisch, finde ich, es ist einfach wirklich authentisch, diese warme Vanille und dieses Karamell, es ist göttlich und da lohnt es sich auch. Ich glaube, ich habe 1,5 Wochen oder so gewartet auf die Bestellung, denn es kommt halt von Cult Beauty, aber es hat sich gelohnt. Also ich habe, glaube ich, 15 Euro bezahlt dafür. It's worth every penny. Also unfassbar lecker. Also ich benutze das auch wirklich zum Schlafengehen abends, nach dem Duschen. Es ist einfach nur der Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, machen wir weiter, wenn wir schon gerade in dieser Gourmand-Richtung sind, mit Cacharel. Und zwar mit Yes I Am Delicious. Der kam jetzt ganz neu raus aus der Cacharel-Reihe. Die haben ja diese Flakons, die aussehen wie eine Lippenstift. Und der lehnt sich jetzt in diese Gourmand-Riege. Schokolade, Orange. Also hier hat man wirklich diese Orangenschokolade. Oh, ja, also wirklich so eine richtig schöne, satte Orangenschokolade. Kennt ihr noch die Schokolade von Lindt? Ich glaube, da gab es mal eine mit dunkler Schokolade, ich glaube 70%. Und dann halt diese flüssige Orangenkern. Vielleicht auch sogar so ein bisschen wie Jaffa Cake. Auch, wow. Ja, wunderschöne Orangenschokolade von Cacharel, jetzt ganz neu in ihrem Parfumregal. Also also das catcht mich ja sowieso, ne? Also schon alleine die Verpackung hier mit diesem Schokoladen, mit dieser Schokoladentafel und die Beschreibung dazu, da konnte ich einfach wirklich nicht Nein sagen und es ist einfach wirklich göttlich. Für mich ist Serge of Lira auch noch so ein wunderschöner Gourmand in dieser Richtung. Oder einfach Tendre Madeleine von La Senteur Gourmand. Auch unfassbar traumhaft schön.
Ich finde den Les Intergourmand Tendre Madeleine sogar noch ein bisschen schöner, auch abends zum Schlafen gehen. Da liegt ihr in einer Wolke aus Karamell und diesen leichten zitrischen Noten und halt dieses Zitrusgebäck. Einfach nur göttlich, göttlich. Dann war ich mal wieder in der Parfümerie Vollmer spazieren. Jedes Mal, wenn ich da ein Foto poste, kriege ich eigentlich nur noch die Antwort, schon wieder. Ja, ich bin einfach zu gerne da, weil man immer wieder was Neues entdeckt. Und die haben ja auch oft Sale, beziehungsweise momentan haben die ja auch diese Fundgrube noch. Und da bin ich einfach nochmal fündig geworden. Und zwar Atelier Cologne Vanille Insensé. Cologne Absolue. Und den habe ich jetzt schon ewig auf meiner Wunschliste gehabt. Ewig. Und habe es einfach nie übers Herz gebracht, mir den zu kaufen, weil der eigentlich wirklich teuer ist. Also diese Flasche hier kostet normalerweise, ich glaube, 120 oder 130 Euro. Und da habe ich immer gedacht, nicht für eine Eau de Cologne, also nee. Und ich gehe bei Vollmer die Treppe runter und sehe auf einmal im Sale diese Flaschen stehen und sehe 48 Euro. Denk so, mein Gehirn hat sich ausgeschaltet und ich habe direkt gedacht, get it. Also ich muss es haben. Und das hier ist wirklich, wow. Es ist eine absolut spezielle Vanille. Von dem, also man könnte wirklich denken, Cologne, das ist ja super leicht. Das ist wirklich einer meiner intensivsten Düfte hier in meiner gesamten Sammlung. Da braucht ihr wirklich nur ein Spray und der hält euch den ganzen Tag. Und ich bitte euch auch, falls ihr den besitzen solltet oder euch aneignen möchtet, sehr homöopathisch zu dosieren, weil der kann anstrengend sein. So wunderschön der auch ist, der kann anstrengend werden. Deshalb eigentlich eher sprühen und dann durchlaufen und dann habt ihr auch. Dann habt ihr wirklich diese unfassbar würzige, schon eher dunkle, sehr, sehr erotische Vanille, kann man schon fast sagen. Also wirklich diese Vanille und dunkle Tonkabohne. Wow, unfassbar lecker. Also, oh, ihr müsst gerade mal riechen, wie es hier riecht. Unglaublich. Also kann ich euch wirklich unfassbar empfehlen. Nicht zu dem Preis, was er eigentlich kostet. Denn es ist schon echt hardcore, aber zu dem Preis musste ich den mitnehmen und wow, der ist unfassbar gut. Also auch zum Layern, wenn ihr einen Duft habt, der so ein bisschen zu süß ist, dann könnt ihr den so ein bisschen abrunden mit dem hier. Also wirklich wunderschön. Atelier Cologne Vanille Insensé. Sir, weiter geht es. Und zwar hat mich der liebe Sebastian von Smelling Great Fragrances inspiriert. Der hatte ein Video gemacht zu irgendwas mit süßen Düften oder Valentine's Day, irgendwas in der Richtung. Und da habe ich gesehen von Derek Lamb, 10 Crosby Something Wild. Und da fühle ich mich doch direkt angesprochen, ne? Something Wild. Und wow, ist der toll. Den habe ich bei Amazon bestellt, da war er für einen schmalen Groschen zu kriegen und der wird ja eigentlich eher so in Richtung Nische gehandelt. Die gibt es auch bei Sephora oben, also ich rede immer von dem Sephora bei mir in der Gegend in Köln. Auf der Schildergasse ist das oben, wenn ihr die Rolltreppe hochfahrt direkt, dann seht ihr die. Und falls ihr die mal riechen möchtet. Und das ist eine, wow, da müsst ihr bedenken, wenn ihr den googelt, über den lest ihr sehr viel Negatives als auch sehr viel Positives. Und das gilt ja eigentlich für alle Sachen. Ich muss ihn allerdings in die positive Schublade einordnen, weil der mir sehr gut gefällt. Es ist eine Vanille, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Es ist ein schöner süßer Duft, nicht allzu süß, nicht allzu synthetisch. Er ist schon so ein schmaler Grat, aber er ist nicht zu synthetisch. Und es ist eine holzige Vanille. Es ist eine holzige Vanille, aber nicht dieses miefige Oud, was so ein bisschen an Kuhstall erinnert. Nein, es ist wirklich so eine richtig schöne, rauchige, holzige Vanille, als ob gerade Vanilleschoten über Rauch gereift werden oder getrocknet werden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also wirklich in so einer Holzkammer hängen ganz viele Vanilleschoten und da brennt ein Feuer. So, anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist halt wirklich ein schöner, süßlicher Vanilleduft mit Rauch im Hintergrund. Und das habe ich noch nicht in meiner Sammlung, war sehr, sehr positiv überrascht, als ich den zum ersten Mal gerochen habe. Und kann zu diesem Duft wirklich einfach nur mein absolutes Okay und Daumen hoch geben. Wirklich speziell, vorher so noch nie gerochen und daher Prädikat sehr wertvoll. Derek Lamb, 10 Crosby, Something Wild. Wunderschön. So, und dann
ich muss mir echt dieses und dann abgewöhnen. Ne? Damals auch in der Schule, wenn ich einen Aufsatz geschrieben habe. Und dann, meine Lehrerin ist immer ausgeflippt. Ich war in Bonn unterwegs und ich war nicht nur bei Vollmar, ich war auch in einer anderen Parfümerie. Ich vergesse immer deren Namen, ich versuche es auch in die Infobox reinzuschreiben. Auf jeden Fall ist es eine kleine Parfümerie in Bonn. Dort habe ich entdeckt den Simply Jill Sander Touch of Leather. Wow. Und ich war sehr, sehr aus dem Häuschen, weil ich dachte, wow, warum haben die den da noch? Also ich habe auch schon oft darüber gelesen auf Parfumo, ne, immer wieder recherchieren, Parfumo Souk auch, könnt ihr auch mal tolle Sachen entdecken. Ich weiß, ich bin wie so eine gesprungene Platte, aber ich erzähle immer das Gleiche. Simply Jill Sander Touch of Leather gehört zu einem Layering-Konzept, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Da gab es auch einen Touch of Violet, der ein bisschen pudriger war, und einen Touch of Mandarin, der offensichtlich dann etwas zitrischer war. Und Touch of Leather, ich finde, Jill Sander ist so unterschätzt und wird immer wieder abgetan mit, oh ja, Sun von Jill Sander und Jill Sander benutzen nur alte Frauen und halt sowas, ne, dieser Bullshit. Aber ich finde, Jill Sander macht so tolle Düfte. Bitte, wirklich, riecht mal an den ganzen Jill Sander-Düften. Sensations von Jill Sander ist einer der schönsten Alltagsdüfte, muss ich wirklich sagen. Also der ist wirklich, wirklich toll. Und dieses Touch of Leather ist einfach wirklich von der Qualität. Ich meine, Jill Sander gibt es ja jetzt auch schon seit Anbeginn der Zeiten. Ne? Ich meine, das hat schon wirklich seine Reputation. Es ist wirklich ein unfassbar toller, wunderschöner Lederduft, der nicht zu laut ist, der nicht überladen ist, der nicht sofort schreit, boah, hier, ich bin das Leder, nimm ich. Es ist ein Lederduft, der sich wirklich dezent zurückhält, der leicht ist, cremig ist, deshalb gehört es ja auch zu diesem Layering-Konzept. Den kann man auch wunderbar mit etwas süßeren Düften layern, um die so ein bisschen sinnlicher zu machen. Kann ich mir auch super vorstellen mit dem hier zusammen. Also wirklich so ein ganz, ganz leichtes, zartes, wunderschönes Leder, was trotzdem da ist. Es ist trotzdem präsent, aber eben nicht in your face präsent, dass es dich sofort anschreit und sagt, so, hier, ich bin Leder, guck mich an. Wunderschöner Duft. Also da war ich echt überrascht, den noch zu finden, weil offensichtlich ist er eigentlich offiziell aus dem Sortiment. Aber wir wissen ja, kleine Parfümerien haben oft noch Schätze im Angebot, wo man wirklich schauen muss und sich umschauen muss, weil man da wirklich noch tolle Sachen entdecken kann. Also immer wieder schauen und nicht an den kleinen Parfümerien vorbeigehen. Meine liebe Kollegin, die vielleicht jetzt zuschaut und sich wieder fremdschämt, weil ich sie erwähne. Aber ja, sie hat mir was geschenkt und ich liebe meine Kollegin und das weiß sie auch. Ich habe sie sehr, sehr lieb. Und sie hat einfach schon unglaublich viel Erfahrung in der Branche, also in der Parfumbranche. Sie hat einfach schon viel gesehen und ich finde das immer so beneidenswert. Sie hat schon in den 80er Jahren halt in Parfümerien gearbeitet und schon viel früher. Und das finde ich so, so cool. Und ich was würde ich dafür geben, dass ich in diese Zeit zurück kann, weil das hört sich immer alles so cool an, was sie erzählt. Und damals gab es halt noch zu jedem Parfum, ich meine, früher gab es nicht so viele Parfums, die im Jahr rauskamen. Damals war das noch weitaus zurückgenommener als heute. Also ich meine, heute kommen ja im Jahr gefühlt 5000 Parfums auf den Markt. Das ist ja unfassbar. Damals gab es vielleicht so um die 12 Neuheiten, die dann der absolute Shit waren. Aber dazu gab es dann halt auch Eau de Toilette, Eau de Parfum, Essence de Parfum, Pures Parfum, Elixir de Parfum, Duschgel, Stückseife, alles. Und das würde ich mir so wünschen, dass es heute noch gibt. Aber es ist einfach alles zu teuer in der Produktion offensichtlich. Und da werden leider viele, viele 0815 Düfte rausgehauen von den ganzen Marken. Und ja, um mit der Mode Schritt zu halten, das ist einfach sehr, sehr traurig. Und sie hat mir einen Duft mitgebracht und mir geschenkt, den sie schon früher getragen hat. Und das ist von Aigner Explosive. Und wow, ist das ein Duft! Also, ich glaube, es ist die neue Version. Ich glaube, die alte Version, die war noch viel, viel potenter und viel, viel wuchtiger, wie es halt in den 80er Jahren so üblich war. Aber diese Version ist schon wunderschön. Ich würde den Vergleich, allein der Flakon, guckt euch das mal an. Ich liebe sowas. Erinnert mich so ein bisschen an hier Balahé. Den liebe ich ja auch so sehr. Das ist so ein toller, wunderschöner, pudriger Vanilleduft mit einer Bleistiftnote. Und der hier erinnert mich an Noir de Noir von Tom Ford. Also eine wirklich sehr, sehr reife, saftige, erotische Rose.
Und irgendwie bekomme ich Pflaume, obwohl in der Beschreibung und in den Duftnoten keine Pflaume vorhanden ist. Aber ich bekomme irgendwas Saftiges, Fruchtiges. Aber eben diese Rose, so eine richtig schöne, dunkle, verruchte, wunderschöne Rose. Oh, absolut wunderschön. Wunderschön. Ich bin so dankbar, dass sie mir den geschenkt hat und dass ich diesen Duft auch erleben kann, weil alleine wäre ich da, glaube ich, nicht drauf gekommen. Also ich bin immer wieder dankbar für ihre Inspiration und ihr ja, Know-how. Also sie weiß, was los ist, was es schon gegeben hat. Und ja, da kann ich eigentlich immer nur in Ehrfurcht da sitzen und zuhören und alles von ihr lernen. Und das finde ich einfach so unglaublich toll. Wunderschöner Duft. Gibt es auch noch, kann man immer noch bekommen. Explosive von Aigner. Toller, toller, sexy, tiefgründiger, wunderschöner Rosenduft. So. Und es gab mal wieder eine Prozentaktion, bei der ich zuschlagen musste. Ich besitze ja schon, das steht da hinten irgendwo, von Jimmy Choo. Er hat ja auch Exklusivdüfte und die gibt es zum Beispiel in Hamburg, in den großen Parfumhäusern. Und da musste ich mir einen gönnen. Den kenne ich auch schon, den habe ich auch schon getestet. Ich konnte den einfach nicht stehen lassen, weil ich den zu einem Preis erwischt habe, der toll war. Und ich liebe Iris Düfte, ich liebe diese pudrigen Lippenstiftdüfte. Und der darf deshalb nicht in meiner Sammlung fehlen. Iris Crush von Jimmy Choo. Guckt euch alleine diesen Flakon an. Ich habe ja auch Vanilla Love und die Flakons davon sind einfach der Hammer. Wow, 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 wow. Der wird oft mit Lipstick On von Maison Dings. Maison Schlagmethode, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst, welchen ich meine. Lipstick On, der Klassiker. Maison Margiela, mein Gott, so. Oh, Amen. Ja, wow. Also das ist wirklich so ein richtig schöner, wachsiger Vintage-Lippenstift-Duft, der seinesgleichen sucht. Und ich konnte den einfach nicht stehen lassen, weil ich kenne ja die Pappenheimer. Ne? Irgendwann nehmen die den raus und dann ist das hier so ein absoluter Schatz. Und deshalb musste ich den jetzt meiner Sammlung hinzufügen. Ja, er ist teuer. Er ist scheiße teuer. Wie gesagt, ich habe ihn mit vielen Prozenten geschossen, deshalb konnte ich den nicht stehen lassen. Zum vollen Preis würde ich mir den auch nicht kaufen, weil ich bin ja nicht bekloppt. Wirklich, wirklich toller Duft. Also ich liebe diese Lippenstiftdüfte, diese pudrigen, wachsigen Lippenstiftdüfte. Aber der hat noch so was Modernes. Der hat trotzdem, dass er Vintage riecht, was Modernes, Verspieltes. Leicht Süßes und Sprunghaftes und das, ach, ich muss den einfach haben. Er ist wunderschön. Die Haltbarkeit ist top und Qualität, Packaging, I mean, I can't. Der absolute Hammer, der absolute, absolute Hammer. Ich wünschte, sowas würde es mal im Mainstream-Bereich geben, aber das gibt es leider nicht. Den hier noch ganz kurz, and the Oscar goes to, sieht aus wie so ein kleiner Award, ne? Flower by Kenzo Eau de Vie. Der ist leider aus dem Sortiment gegangen. Also nochmal Heads up für die, die den vielleicht lieben und mögen und nicht missen wollen. Get it. Also solange ihr noch könnt, Eau de Vie ist leider aus dem Sortiment gegangen. Und das ist einer der wenigen Düfte von Kenzo, die ich mag. Bei Kenzo, gerade aus dieser Flower by Kenzo Reihe, gerade so die, ne, mit der ikonischen Moonblume drauf, die haben so eine Note, so quasi so einen Beigeschmack, der mir überhaupt nicht schmeckt. Also ich weiß nicht, der verträgt sich entweder mit meiner Haut nicht oder irgendwas. Nee, also Kenzo-Düfte haben immer was Freakiges, irgendwas Abgedrehtes, Komisches. Und sorry, da kommt gerade wieder mein Wasser hoch. Was einfach für mich zu komisch, was für mich zu strange ist. Und der hier ist einfach ein wunderschöner Duft mit Orangenblüte. Wunderschön für den Frühling, sehr, ja, schon sirupartig, fast pudrig, halt wirklich die Orangenblüte, sehr, sehr, mal sprühen in die Luft. Oh, ja, der ist frisch, aber nicht allzu frisch, weil ich das ja auch nicht mag und er riecht einfach wie ein wunderschöner Frühlingstag, wie er heute ist. Ich meine, wir haben zwar noch nicht Frühling, meteorologisch schon, aber heute ist blauer Himmel. Die ganzen Blumen fangen schon an zu blühen und dazu passt dieser Duft einfach wirklich wie die Faust aufs Auge. Kenzo, Flower by Kenzo Eau de Vie.
Also nochmal gucken, dass ihr den bekommt, weil der ist wirklich einer der schönsten Kensos. Neben dem Kenso Elixier, der ist auch traumhaft schön, ist ja der in der roten Pulle. Welchen zeige ich jetzt als nächstes? Spellbound, den muss ich jetzt mal wieder aufmachen. Den habe ich nämlich noch nicht geöffnet, den habe ich mir kürzlich bestellt. Auch der war sehr stark reduziert, weil der meines Wissens rausgeht aus dem Estee Lauder Sortiment, leider. Und den habe ich auch in einer kleinen Parfümerie gerochen, konnte mich da aber noch nicht entscheiden, den mitzunehmen, obwohl ich den wunderschön fand und finde. Dann hat aber eine Stammkundin von uns, da wo ich arbeite, erzählt, beziehungsweise ich habe mit ihr gesprochen und diese Stammkundin, die ist einfach immer wie aus dem Ei gepellt. Die sieht wunderschön aus, ist eine Dame, die ich glaube, die ist so an die 60, würde ich jetzt schätzen. Und wenn ihr die seht, also die ist so eine tolle, wunderschöne Frau, immer toll angezogen. Die Haare sitzen immer wie perfekt und das Make-up und alles wunderschön. Ist aber dabei super nett, super lieb, auch witzig und mit der kann man sich super unterhalten. Und da habe ich sie mal gefragt, was haben Sie denn für einen absoluten Lieblingsduft? Oder gibt es einen Duft, den Sie sehr, sehr lieben und schätzen und damit wunderschöne Sachen verbinden? Und sie hat mir ein paar aufgezählt und unter anderem auch Spellbound von Estee Lauder. Und als sie mir das erzählt hat, da war für mich alles klar. Dann habe ich gedacht, den muss ich in meiner Sammlung haben. Weil wenn sie davon so schwärmt und erzählt und sie hat gesagt, an kalten Tagen ist für sie Spellbound das Nonplusultra. Sieht so aus, kommt in dieser Flasche. Und es ist, ja, wie halt die Estee Lauder Düfte so sind, würzig. Ich finde auch Cinnabar schön, aber Cinnabar ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Der ist halt wirklich krass. Oh, ist der schön, ist der schön. Wir haben auch Nelke hier drin. Nelke kann sehr anstrengend sein. Gerla verwendet ja auch sehr gerne Nelke in seinen sehr exklusiven Düften. Oh, aber der ist wunderschön. Der hat so eine schöne Würzigkeit, aber auch was Helles, Florales. Und dann die Nelke. Wunderschön. Natürlich, der riecht absolut klassisch und das muss man mögen. Ne? Also da muss man sich wirklich auch dementsprechend stylen. Auch so ein bisschen kräftigerer Lippenstift und ein Lidstrich. Und man muss den Duft schon so ein bisschen zelebrieren und leben. Der riecht für mich wie so ein korallfarbenes Kleid. Man trägt so ein korallfarbenes Kleid oder so ein Kostüm in Korallfarben oder so in kräftigen Farben im Frühling. Die Haare sind wunderschön frisiert, so ein bisschen antopiert und schon so im 70s-Style, so ein kleines bisschen riecht das. Macht auf jeden Fall gute Laune, total. Wow, absolut wunderschöner Klassiker, Spellbound. Ich wette, viele von euch kennen den auch und können darüber auch schöne Geschichten erzählen. Und ich bin froh, den in meiner Klassikersammlung zu haben. Ich könnte bald echt mal in meiner Sammlung, ich muss bald echt mal aufräumen, so eine Klassiker-Ecke einrichten. Werde ich auch, glaube ich, machen. Das ist heute wieder die Idee. Neues Projekt. Weil ich so viele tolle Klassiker habe und der gehört absolut dazu. Also, wunderschön. So, apropos immer meine Wunschliste, von der ich immer so rede. Ich glaube, die könnt ihr euch auch anschauen. Auf Parfumo heiße ich übrigens Flickchen, so wie ich hier früher hieß. Auf Parfumo konnte ich irgendwie meinen Namen nicht in Ode Anni ändern. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ist das ein bisschen umständlicher da. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann machen kann. Auf jeden Fall, habe ich da auf meiner Wunschliste ganz lange stehen gehabt, weil ich die Videos von Fragrance with Amy geliebt habe. Sie macht ja leider keine mehr. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Sehr, sehr schade. Obwohl eigentlich auch gut, weil die hat mich immer am meisten angefixt. Und die hat irgendwann von Ombre Loop von Rania J. erzählt. Und den habe ich letztens günstig im Souk geschossen. Und wow. Ich habe niemals gedacht, dass mich ein Amberduft... Ich meine, guckt euch erstmal die Farbe an, ja. Also die Farbe des Duftes ist ja schon Leben. Ich habe niemals gedacht, dass mich ein Amberduft nochmal so überrascht, weil der, am Anfang bekommt ihr wirklich auch so eine schöne Ladung Oud. Auch dieses, ich muss leider sagen, Kuhstall-Oud. Also es riecht wirklich ein bisschen nach Kuhstall. Das verschwindet aber sehr bald und man bekommt diesen unfassbaren, pudrigen, balsamischen, sirupartigen, traumhaften Amber, der eine Süße hat und Pudrigkeit, die ich vorher noch nie gerochen habe. Also anders zum Beispiel als Grand Soir von Maison Francis Courtjean, nochmal komplett andere Sphären und der klebt an euch, der hält wirklich 24 Stunden aufwärts. Also ich jetzt wollte gerade... Wow. Also
mein Gott. Also viele könnten auch sagen, dass er am Anfang so ein bisschen wie Hustensaft riecht. Ist auch vielleicht so ein kleines bisschen der Fall. Aber der Dry Down, der Dry Down dieses Duftes ist göttlich. Göttlich. Und ich bin so dermaßen froh, dass ich mir den endlich gegönnt habe. Ihr habt keine Ahnung, wie lange ich da jetzt schon rumgeschlichen bin. Und hätte ich wahrscheinlich noch länger gewartet, wäre der irgendwann rausgegangen und war niemals mehr gesehen. Also wenn ihr einen Amberduft sucht, der euch wirklich überrascht, wenn ihr schon alle Amberdüfte gerochen habt, so wie ich gefühlt schon, also ich habe ja wirklich schon viel gerochen an Amberdüften, aber der hier ist wirklich nochmal was komplett anderes. Rania J. Ombre Loop. Also unfassbar. So. Und ja, welchen von den Düften zeige ich jetzt zuerst? Zeigen wir doch zuerst den. Ich war im Zara und die haben wieder neue Düfte rausgebracht, so eher für den Frühling so ein bisschen passend. Da habe ich dann entdeckt, beziehungsweise mir wurde vorher schon auf Instagram darüber berichtet, Cherry Smoothie. Und guckt euch mal diese Verpackung an. Habe ich letztens schon auf Instagram gezeigt. Also mich catcht ja sowas, ne? Ich bin ja so ein absolutes Verpackungsopfer, das gebe ich auch offen zu. Die werde ich auch nicht wegwerfen, sieht so schön aus. Der wird als Dupe von Lost Cherry von Tom Ford gehandelt. So, kann ich bedingt unterschreiben, wenn das jetzt ein absolutes Dupe von Lost Cherry wäre, hätte ich mir den nicht gekauft. Was übrigens ein sehr schmaler Preis ist, der kostet 16 Euro. Auf meiner Haut ist er nicht Lost Cherry, der ist, und jetzt bitte einmal kurz lachen, wer kennt noch die Frittkaubonbons mit Kirschgeschmack? Das ist für mich dieser Duft. Aber halt ohne diese Synthetik, ohne dieses Zuckerquietsch-Süße. Der wird einfach auf meiner Haut kirschig, cremig, weich, wie dieses Kaubonbon. Also wenn ich die Augen schließe, kaue ich gerade Frittkaubonbon. Oder wie diese kleinen roten Lutscher, die man damals, kennt ihr noch Plus? Ich glaube, das ist ja heute, ist das heute Netto? Also früher hieß das Plus. Also ich weiß gar nicht, ob es das überall gab. Ich bin ja in Essen aufgewachsen, im Ruhrgebiet. Und da gab es halt Plus. Das war ein Supermarkt. Und da wurden immer an der Kasse oder bei Edeka, da gab es das auch. Da gab es diese kleinen Lutscher, diese roten Lutscher mit weißem Stiel. Die waren so klein. Und die hat man immer geschenkt bekommen, wenn man süß und lieb war an der Kasse. Ja, und an die erinnert er mich auch total. Also ja, man wird halt so ein bisschen in die Kindheit versetzt. Das ist ein wunderschöner, gute Laune Frühlingsduft und den konnte ich aber nicht stehen lassen. Alleine wegen der Verpackung. Ja, guilty as I am. So. Dann habe ich mir, ja, Gönjamin ist, glaube ich, der Titel dieses Videos. Ich musste mir einen Duft gönnen. Auch A Fragrance with Amy Schuld damals, also auch schon ewig auf meiner Wunschliste gewesen. Alleine auch wegen des Namens, auch wenn sich mein Name mit zwei N schreibt. Nishane Ani. Oh, ich konnte einfach nicht anders. Ich musste mir diesen Duft gönnen, weil er eben schon so lange auf meiner Liste stand und weil der einfach nur unfassbar ist. Unfassbar. Also, es ist ein Extrait de Parfum. Ich habe immer noch nicht in diesen Umschlag reingeguckt, was da eigentlich drin ist. Wer weiß, vielleicht eine Schatzkarte oder sowas. Ja. Nishane Ani Extrait de Parfum. Wie soll man dieses It's a Masterpiece. Da zitiere ich auch wieder das Video, was ich euch verlinke in der Infobox. Wow. Der hat was Cremiges, was Zitroniges, was diese Vanille ist unfassbar speziell und hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Am Anfang ist er ein bisschen harsch, aber später im Drydown wird er einfach auch diese, der hat diese unfassbare Cremigkeit. Und der hat Ausdauer, der Typ. Oh mein Gott. Wunderschön. Also, es ist, ja, soll ich es wagen? Komm, wir layern heute wieder, kriegt mein Liebster nachher wieder die Krise. Boah, es ist unglaublich. Ich glaube, der ist auch so Top Shelf von den beliebtesten Düften. Also mittlerweile kann man den schon fast nicht mehr Nische nennen, weil den so viele lieben und für sich entdeckt haben. Auch ich. Und es ist einfach wirklich, wirklich wow. Wow, wow, wow. Nochmal ein ganz anderes Level und ich konnte den einfach nicht ja, stehen lassen und nicht besitzen in meiner Sammlung.
Es ist ein traumhaft schöner Duft und ich bin so glücklich, den zu haben. Wow, also diese Vanille und diese Cremigkeit, diese leichte Zitronigkeit, die aber dann in Cremigkeit übergeht und dich komplett einnimmt mit seiner Eleganz und mit seiner Herrlichkeit. Das ist göttlich. So, und das soll es jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Zum Schluss, was mich in diesem Monat aufgeheitert hat, auch wenn es im Moment ein bisschen schwer ist, sich wirklich abzulenken und aufzuheitern. Wir wissen warum und habe ich ja schon im letzten Video was zugesagt. Jean-Paul Gaultier hat was rausgehauen, wo mir fast das Herz stehen geblieben ist. Und zwar haben die eine Umfrage gemacht für einen Duft bzw. für zwei Düfte, um zu eruieren, welcher Duft eventuell ein Comeback erlebt. Und es wurden zwei Düfte gegenübergestellt, und zwar einmal Madame, wo ich überhaupt nicht verstehe, dass man den überhaupt in Erwägung ziehen kann, weil Madame war meines Erachtens nach eigentlich ein nicht beachteter Duft. Also ich fand den auch wahnsinnig unspektakulär. Also ich zumindest, ich konnte dem überhaupt nichts abgewinnen. Ist halt so, aber dem gegenübergestellt war Gaultier 2. Und ich versuche euch auch das in die Infobox zu setzen. Ich habe noch eins. Dass ihr da vielleicht auch abstimmen könnt, wenn das hier euer Favorit auch war. Könnte es sein, dass es Ende März entschieden wird, dass der hier wieder produziert wird und auf den Markt kommt. Ich habe gedacht, was? Der kommt ja. Also ich habe immer schon gehofft und gedacht, die müssen den noch neu produzieren. Die müssen noch irgendwas machen, weil erstens habe ich nicht verstanden, warum der überhaupt irgendwie rausgegangen ist aus dem Sortiment. Zweitens hat jede Dupe-Firma, die es gibt, sei es Eclat, sei es Webel oder irgendwelche anderen Dupe, jede hat einen Dupe zu Gaultier 2. Und Jean-Paul Gaultier wäre echt dumm, wenn die den nicht wieder rausbringen. Die machen damit den Reibach ihres Lebens. Auch in der Beratung finde ich immer wieder Leute, die sagen, warum gibt es Gaultier 2 eigentlich nicht mehr? Der war so toll, warum wurde der rausgenommen? Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Viele haben die Befürchtung, dass der Tod reformuliert auf den Markt kommt. Aber wir müssen bedenken, der wurde schon mal reformuliert. Was ich hier habe, ist die 20 ml Größe. Das ist die erste Version. Sah so aus. Woran man das erkennen kann, das ist deutlich dunkler. Die zweite Version, die ich habe, ist von der Flüssigkeit deutlich heller. Also das hier ist die erste Version, die heilige ich auch wie sonst was. Also wer sich daran mit seinen Griffen vergreift, dem hacke ich die Finger ab. Also das ist wirklich für mich mein Heiligtum. Und ich glaube schon, also der wird definitiv so riechen. Aber ich verspreche euch jetzt schon Nacken in die Hand, wenn ihr den wieder rausbringt, als Sets oder als großen Flaschen mit Duschgel, ich werde mir alles kaufen. Ich werde alles horten wie bekloppt. Ich hoffe wirklich, dass es wahr wird und der rauskommt. Das würde mich wirklich sehr glücklich machen. So. Und jetzt, hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen und auch ein bisschen abgelenkt und ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Den Umständen entsprechend so. Ja, dass ihr gesund seid und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir gerne vielleicht eure Neuankünfte von Parfums in die Kommentare. Vielleicht habt ihr euch auch was Schönes gegönnt, von dem ihr mir berichten möchtet. Schreibt mir bitte immer gerne, was ihr entdeckt habt, was ihr toll findet. Viele denken immer, die hat doch bestimmt schon alles, die kennt das bestimmt schon. Nein, schreibt mir bitte. Also viele Sachen entdecke ich erst durch euch. Und da bin ich euch super dankbar und beim Portemonnaie aber nicht. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.